Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout, meine lieben Freunde der hämmernden Tasten. Ja, wir haben in der letzten Folge dieses schmuckelicke, wie sagt man schmuck, dieses hübsche Kerlchen erstellt. Ja, dann hatten wir hier noch unsere Frau, die haben wir da das Gesicht und die Haare gemacht. Danach hat sie von ihrem Friseur geschwärmt, dann haben wir uns gesagt, nö, danke. So, die letzte Folge war hauptsächlich wegen der Charaktererstellung und die Einleitung. Deswegen geht es jetzt erst richtig los und wir schauen uns mal um. Und was für eine schöne Wohnung wir doch hier haben. Das hier schaut nach dem Schlafzimmer aus. Hängt das? Nee, anscheinend nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das nochmal anhören möchte. Na gut, ein bisschen Musik sollten wir im Hintergrund schon laufen lassen. Wir sollten die Urlaubsbilder endlich mal entwickeln lassen. Ja, dann mach's doch halt auch. So, da haben wir einen Stuhl. Da können wir uns bestimmt wie immer hinsetzen. Wer hat denn den Schrank da offen gelassen? Das kann doch nicht wahr sein. Polunder. Ich muss mich nicht zweimal anziehen. Du kannst doch mal was ändern. Na, schließen wir halt jetzt die Tür. So, da haben wir ein Bild irgendwie vom Meer, von einem Leuchtturm an dem Meer. Das sieht eher aus wie eine Eieruhr. Ja, und das Bett ist ja auch halbwegs gemacht. Aber mehr können wir hier nicht machen. Hier können wir uns auch noch hinsetzen. Das brauchen wir aber nicht. Was haben wir hier noch? Jo. Hier haben wir Abstellkammer. Alles wird hier offen gelassen. Überall stehen die Türen offen. Ein Besen. Und zwei Stühle hierzu. Oh. Das ist unser Kind. Hat die Hautfarbe von der Mama. Das ist aber schön. Ein Babymobil. Na, gefällt dir das? Ja, findest du das schön? Ja, findest du das schön? Wir haben auch eine Rasse. Wow. Er verbringt wirklich sehr viel Zeit mit seinem Kind. Das nennt er spielen. Oh, meine Schranktür, die nicht offen ist. Last Radius. Was soll denn das sein? Ist das eine Bowlingkugel? Ein paar Handtücher, interessant. Wäschekorb. Da kommen bestimmt die Windeln rein. Oh, hier. Baseball. Noch ist der Handschuh etwas groß, aber schon wächst er schon noch rein. Na, bestimmt. Sollten wir das Ding das nächste Mal signieren lassen. Ich freue mich schon, ihm das Fahren beizubringen. Ja, verbringst du dann genauso viel Zeit mit ihm wie jetzt gerade eben beim Spielen? Ah, du bist special. Was schon wohl machen wird, wenn er erwachsen ist. Ja, was wir wohl mehr machen werden, aber das wird noch kommen. So, jetzt haben wir uns schon mal die Räume angeguckt. Die haben wir gestartet. So, tschüss. Du brauchst mir zu lange. Mr. Handy. Mr. Handy? Mr. Hankley. Hankley. Trockner. Das soll Cotsworth erledigen. Wo ist er denn? Da. Das wird unser Cotsworth sein. Laut, ey, wie viele Handtücher wir im Haus haben. Kaum Klamotten, aber Hand. Oh, ein Hammer. Können wir nicht mitnehmen. Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Sehr schön. Ja, aber das Bild nochmal in groß. Das ist genau das. Das ist doch genau dasselbe Bild wie hier im Schlafzimmer. Da. Na, super. Da hat ihm das Kleine nicht gereicht, da braucht man es nochmal in groß. Was haben wir hier? Er fährt gern ans Meer. Das ist wirklich... Ne, hier mal nicht. Aber hier hast du wieder sowas. Das sieht doch Karibik aus. Er hat hier ein Boot. Noch ein... Ah, hier ist mal nicht so stürmische See. Ist wieder der Leuchtturm. Ne, ist ein anderer. Ist eine andere Farbe. Was haben wir hier jetzt? Ah, guten Morgen. Morgen. Oh, danke. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht. Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Na dann. Geile Animation. Er schlürft einfach nur. Das ist nicht weniger geworden. Man stellt sich nämlich heute nur noch vor einen Kaffee und macht so Grognack-Comic. Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Was? Fledermausbabys. Naja, Batman lässt grüßen. Zuckerbombe, sehr schön.
Das klingt nach einem Stinker. Ich sehe mal nach dem kleinen Sean. Ich hatte ja am Anfang meine Zweifel, aber Cotsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Ja, ne? Schick den Stuhl doch beiseite. Was haben wir hier liegen? Nicht. Eine Serviette. Vortec. Oktober 2077. Die Termine kann ich nur leider nicht lesen, was da steht. Schade. Na, unser Garten. Wir haben sogar einen Grill. Könnte man was grillen. Ein Aschenbecher. Wer von uns raucht? So, gucken wir uns mal hier in der Küche noch um. Da draußen ist unser Auto. Das ist der Mixer. Ja, gleich. Ja, gleich. Was ist denn das für ein riesen Mixer? WTF. Ja, oder Töpfe. Brot. Babyflaschen. Wie kann jemand so kleines nur so viel trinken? Tja. Und Kühlschrank, was haben wir denn? Nuka-Cola, die gute alte Nuka-Cola. Milch. Und ein Steak. Nuka-Cola, eiskalt. Ja. Mann, wir haben uns nicht mal ordentlich umgeguckt. Du nervst. Hier. Ich will zu dem Schrank. Jetzt darf ich nicht mehr zu dem Schrank. Mann, nicht das mehr. Jura-Diplom. Interessant. Ich bin so stolz auf Sie. Nora ist Juristin. Die guten alten USA. Oh ja. Menno. Guten Morgen. Ich komme von Vortec. Das ist schön für dich. Vortec, rede weiter. Guten Morgen, kein Interesse. Vortec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vortec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Versuche erstmal mit deiner Synchronisation klarzukommen. Ja, Eile. Was ist denn so wichtig? Es geht um nichts weniger als um Ihre Zukunft. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber dieses Land ist gerade dabei, vor die Hunde zu gehen. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber der große Knall ist, unvermeidlich, fürchte ich. Und er kommt früher, als Sie vielleicht denken, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage, äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Lerne ich da dann auch das Bauchreden? Genug Platz, bin beschäftigt, verschwinde, klingt gut. Wir bleiben skeptisch. Da ist aber Platz für die ganze Familie, oder? Aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es soll ja reibungslos laufen. Im Falle einer unerwarteten, total nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Sarkastisch, ja, nein. Komm, ein bisschen sarkastisch. Das Ende der Welt? Na endlich! Das ist die richtige Einstellung. Nun... Also dann. So, okay. Also das ist unausweichlich, aber wir wissen ja, es wird dazu kommen. Also ist es gut. Wir brauchen einen Namen. Wir nennen es ganz simpel. Da ist es doch schon. Okay. So, okay. Wir haben 21 Punkte verfügbar. Jetzt können wir es special werden. Wir können es in die Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit, Glück. So, was nehmen wir denn mal? Ich denke mal, die meisten kennen sich ja mittlerweile mit dem Spiel hier aus. Die sollten einen dieser Vorgänger schon gezockt haben. Da hat sich ja jetzt auch nicht viel geändert. Ich finde es persönlich erstmal wichtig. Ein bisschen Charisma. Mit den Leuten halt gut quatschen zu können. Das erhöhen wir erstmal auf 5. Ausdauer, bestimmt deine Gesundheit und wie stark das Sprinten, die Gesundheit ist auch wichtig. Wahrnehmung.
Intelligenz, der Wert bestimmt, wie viel er. Intelligenz beschreibt deine geistigen Fähigkeiten. Stärke sollten wir auch mal erhöhen. Glück finde ich auch wichtig. Wir sollten allen jedenfalls irgendwie schon mal mindestens einen Punkt geben. Ah, wir sind charismatisch. Das ist wichtig. Für deine Umgebung, der sechste Sinn, sie bestimmt die Waffenpräzision im. Ah, das ist auch. So. Das sollte, glaube ich, so reichen. Ja. Wie gesagt, ich finde es extrem wichtig, die Leute auch überzeugen zu können. Und das macht natürlich die Preise beim Handel besser, wie man sieht. Intelligenz. Viele Erfahrungspunkte du erhältst, ist natürlich auch gut. So viel, na komm, wir machen mal Glück runter und Intelligenz. Dann haben wir hier unsere drei Hauptmerkmale. Das ist Charisma, Ausdauer, Gesundheit ist für mich sehr wichtig und die Wahrnehmung. Da die Waffenpräzision halt auch eine große Rolle spielen wird und das nehmen wir jetzt erstmal so an. Wunderbar, das war alles. Ich bring das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Ja. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Jetzt kann ich für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Der heute. Wir haben ein Tier. Sean ist gewickelt, aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuwendung, die sich so gut beherrscht. Schleimscheiße. Du hast kurz was gehört. Los. Ja, warte kurz. Den Hund finden wir wohl nie wieder. Na, ah, so ist der Hund weggelaufen, ist nicht schön. So, unser Kind ruft Sean. Sean? Na? Hallo. Jetzt verbringen wir wieder ganz viel Zeit. Männern in meinem Leben. Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag er. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Und was dann? Fernsehen klingt gut, sarkastisch. Ja, klingt gut. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cordsworth, was ist los? Na, lass uns mal nachgucken. Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen zum Vault. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Du hast schon. Du hast schon den Sean. Das ist ja gut, dass wir vor nicht mal 5 Minuten gerade den Vertrag gemacht haben. Aber schön ist es hier. Kann man nicht anders sagen. Lauf! Die werden, glaube ich, nicht überleben. So, wir lassen unsere Frau mal vorrennen. Die Welt geht unter. Beeilt euch. Obwohl, es sieht so schön aus. Wie kann denn da jetzt die Welt untergehen? Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay. Danke. Viel Glück, Ma'am. Möge Gott uns. Oh, das ging aber schnell. Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Na komm. Beeilung. Komm schon. Ich glaube, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Oh, da warten schon welche. Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte. Los, geh du zuerst. Schöne Aussicht. Hi. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Festhalten! Geht das nicht schneller? Ja, sollte ein bisschen schneller gehen.
wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Geschafft. Wir haben es geschafft. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später und wir wären alle... Nein, denken Sie nur nicht. Sieben Leute haben von uns allen überlebt. Hey, Schatz. Wir haben es geschafft. Und dann durch die Tür. Na dann. Was ist denn bei euch verkehrt? Was ist los? Wir brauchen einen Moment für uns. Es gibt noch viel zu tun. Okay. Jo, dann nehmt euch die Zeit. Hi. Entschuldigung. Die Treppe hoch. Okay. Du kommst mit? Dann ist gut. Aber gerade mal sieben. Männlich. Hey. Hallo. Sobald der Vault versiegelt ist, lernen wir uns bestimmt besser kennen. Da bin ich mir sicher. Das ist schön. So viele sind wir auch nicht. Weiblich mit Kind. Da vorne bitte. Was ist denn jetzt? Was war das denn? Da vorne. Nehmen Sie sich einen Anzug. Jetzt durch den Gang. Sie brauchen Ihre Anzüge, bevor es weitergeht. Blau steht mir nicht so. Jeder nimmt sich einen. Ihre brandneuen Voltanzüge. Danke. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt. Hier entlang. Welchem Arzt? Dir. Also, Sie drei. Folgen Sie mir. Siehst du? Alles gut. Das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Ja, das ist schön. Unser Zuhause. Alles, was wir hatten. Meine Eltern sind unten in DC. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Passt prima, oder? Der Voltanzug ist so geschnitten, dass er nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Haben wir den jetzt schon an? Für die Zukunft, oder? Sie haben eine wundervolle Familie. Hoffentlich fühlen Sie sich hier schnell wie zu Hause. Und jetzt? Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Warum? Alles wird gut. Das Gang ist... Ah, wir haben uns gerade den Anzug angezogen. Uns steht Blau aber nicht. Es wird eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen. Normal. Vorgang abgeschlossen. In 5, 4, 3, 2, 1. Das war keine Entseuchung. Haben die uns eingefroren, die Schweine? Kälteschlaf beendet, ja. Geil, wer weiß, wie lange wir jetzt gepennt haben. Das ist sie. Da. Mach sie auf. Wer sind die? Lassen Sie den Jungen los. Ich sah ihn das nur einmal. Sie kriegen meinen Tonic!
Was für Arschlöcher. Killen unsere Frauen, entführen unser Kind. Ich will hier raus. Na super, und jetzt bringen wir wieder ein. Hallo. Es ist bestimmt ein bisschen kalt. Ist hier jemand? Zeitreisen für Anfänger. Komm schon! Das muss doch irgendwie aufgehen! Komm schon, komm schon, komm schon! Oh Gott! Alle Vault-Bewohner müssen den Bereich unverzüglich. Noah. Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich schon zurück. Versprochen. Dieses Schwein hat sich jetzt... Hä? Oh Gott! Warum sollte Vault-Tec das tun? Sind alle tot. Sind jetzt alle gestorben, oder was? Kann doch nicht sein, dass nur noch ich übrig bin. Hier funktioniert nichts. Ist da wer? Oh, hier. Überwachungsterminal. Ja, aber warum hat sich jetzt unsere geöffnet? Willkommen bei Termlink von Robco Industries. Danke für Ihr Vertrauen in Vault-Tec. Kryoanlage. Kryoanlage offline. Vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Vereinzelte manuelle und ferngesteuerte Überbrückungen festgestellt. Steuerung deaktiviert. Lebenserhaltungssysteme. Offline. Vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Vereinzelte. Ja, das haben wir schon. Kapselinsassenstatus. Kapsel C1 leer. Insasse ungültig. C2 Mrs. Callahan. C3 Mr. Callahan. Mrs. Abel, Nora und Sean. Kleinkind. Unbekannt. Manuelle Überbrückung der Kapseltür aktiviert. Das haben wir gemacht. Wir haben unser Okia. Ferngesteuerte Überbrückung aktiviert. Unbekannt. Ferngesteuerte Aktivierung. Und bei den anderen steht verstorben, Todesursache ersticken aufgrund Versagen der Lebenserhaltungssysteme. Also irgendjemand hat uns da ja rausgeholt. Versagen der Lebenserhaltungssysteme. Und C1 ist leer. Warum ist C1 leer? Das ist die hier. Boah, hätte ich gucken müssen, ey. Fehler in Kryoanlage. Alle. Oh Gott. In den Bereich unverzüglich verlassen. Was ist dahinter, was zu sehen? Verdammt, jetzt ärgere ich mich richtig. Jetzt ärgere ich mich richtig, dass ich vorher nicht gründlicher geguckt habe. Weiß ich, wer hat unsere Kapsel geöffnet? Und wer waren die überhaupt, die unsere Nora getötet haben? Ja, wir müssen erstmal weiter. Erst dann werden uns die Fragen beantwortet. Ah, hier sind noch mehr. Kritischer Fehler in Kryoanlage. Da hatten sie noch mehr geholt. Sie sind tot. Ja. Sie sind alle tot. Aber warum wir nicht? Ah, ist genau dasselbe, ne? Ja, genau. Ja. Oh, wo ein? Was muss ich mal kurz gucken? Kapselinsassenstatus? Ja, es sind andere. Das sind ja nicht wir. Verstorben. Da brauchen wir eigentlich nur reingucken. Verstorben. Alle verstorben. Und diesmal keine, die leer ist. Doch. Nee. Ach, da habe ich gerade nicht gesehen. Okay. Find mir Clipboard mitnehmen. Wir nehmen einfach mal ein paar Sachen hier mit. Kaffeetasse. Vielleicht bekommen wir Durst.
Vault-Anzug, sauber. Okay. Ja, unser ist wahrscheinlich gefroren. Falscher Knopf. Wenn ich den jetzt... Hier können wir da boxen. Verteidigen. Starker Schlag. Okay. Werkzeugkasten. Ach so, da könnten wir jetzt was reinlegen. Okay. Schraubenzieher. Unzugänglich. Okay. Zielfunktion der Notfallüberbrückung der Hauptstadt. Jetzt hier weiter. Ach nö. Die guten alten Kakerlaken. Hi. Unsere ersten Gegner. Safety first. Ja, hast einen Helm für uns. Oh, hier haben wir noch einen. Sind wir jetzt sicher hier? Ja, ne? Können wir die Tür schließen? So. Ich glaube nicht, dass die irgendwelche Türen öffnen können. Sicherheitsterminal. Willkommen bei Terminal. Sicherheitsanweisung. Vertraulich. Nur für Sicherheitspersonal. Vault 111 ist dafür ausgelegt, die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testsubjekten zu ermitteln. Das Sicherheitspersonal ist für die Integrität der Anlage und für die Überwachung der wissenschaftlichen Mitarbeiter verantwortlich. Mitarbeiter dürfen unter keinen Umständen von den ihnen zugewiesenen Pflichten abweichen. Insubordination oder Behinderung des Vault-Betriebs sind schwerwiegende Vergehen. Das Sicherheitspersonal ist zur Anwendung tödlicher Gewalt autorisiert. Okay, dann wissen wir schon mal, was mit uns passiert ist. Das war von Anfang an geplant gewesen. Na klar, war es das geplant gewesen. Aber wie lange der Scheintod? Darum ging es denn also. Aufnahme von Bewohnern. Ich werde diese Terminals alles in Ruhe durchgehen und durchlesen, weil es ist ja auch storyrelevant. Nach Erhalt der Aktivierungsnachricht vom Vault-Tech hat sich das gesamte Personal im Eingangsbereich einzufinden, um bei der Aufnahme der Vault-Bewohner zu helfen. Das Sicherheitspersonal ist dabei für die Einhaltung der Ordnung zuständig und hat dafür zu sorgen, dass weder das Personal noch Bewohner versuchen, den Vault zu evakuieren. Das Forschungspersonal ist für die Aufnahme der Bewohner zuständig und eskortiert sie zu der ihnen zugewiesenen Kryokapsel. Nicht verzeichnete Bewohner sollten gebeten werden, ihren Platz zu räumen und falls nötig gewaltsam in Gewahrsam genommen werden. Befinden sich alle Bewohner in ihren Reservierungskapseln, sind in Gewahrsam genommene Personen zu entsorgen. Der versiegelte Vault-Eingang darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Weil vielleicht finden wir auch hier irgendwie was heraus, warum gerade wir da irgendwie, weil wir waren ja schon eingetragen, hat der Typ ja auch schon gesagt. Mitarbeiterpflichten. Wissenschaftsteam. Ach nee, das hatten wir ja. Nee, Mitglieder des Forschungsteams sind dazu verpflichtet, täglich die Vitalfunktion von Bewohnern im Kälteschlaf zu überwachen. Kardiopulmonale und kognitive Aktivitäten müssen stündlich überprüft werden. Lebensrettende Maßnahmen sind nur zulässig, wenn mehr als 80% der Bewohner im Kälteschlaf verstorben sind. Dabei darf der Kälteschlaf unter keinen Umständen unterbrochen werden. Unabhängige Forschung wird empfohlen und ist dem Aufseher überlassen. Ja, das hat man gerade. Sicherheitspersonal. Sicherheitspatrouillen haben in einem konstanten 8-Stunden-Rhythmus zu erfolgen. Die Sicherheitsprioritäten lauten folgendermaßen. Nach Anzeichen für Eindringlinge suchen, nach Atmosphärenlecks suchen, Auseinandersetzung des Personals schlichten, Durchsetzen der Regeln des Aufsehers, Durchsetzen der Vault-Tech-Regeln. Gebäudeverwaltung und Instandhaltung. Aufgrund der Natur von Vault 111 wird vom Personal die Erfüllung von Pflichten außerhalb der normalen Qualifikation erwartet, beispielsweise Reinigungsarbeiten und Essenszubereitung. Die genaue Verteilung dieser Aufgaben liegt im Ermessen des Aufsehers. Das hat man, ne? Gab's auch nicht. Und jetzt Entwarnung und Evakuierung. Entwarnungsnachricht. Nach einem nuklearen Zwischenfall überwacht Vault-Tech die Oberfläche nach Anzeichen für resultierende Gefahren wie erhöhte Strahlung, feindliche Streitkräfte, weitere Angriffe und andere Fraktionen. Sobald die äußeren Bedingungen als sicher eingestuft werden, erhält dieses Terminal eine Entwarnungsnachricht. Nach Eingang der Entwarnungsnachricht kann das Vault-Tech-Personal nach Ermessen des Aufsehers evakuiert werden. Nachrichten von Organisationen oder Personen, die nicht mit Vault-Tech in Verbindung stehen, dürfen nicht beachtet werden, einschließlich Nachrichten der Regierung und des Militärs. Im Kälteschlaf befindliche Bewohner dürfen nicht gestört oder evakuiert werden. Vault-Tech-Mitarbeiter werden sich ferngesteuert um sie kümmern.
nachdem das Personal vom Vault 111 evakuiert wurde. Ferngesteuert kümmern, also irgendjemand hat uns da rausgeholt. Die Frage ist nur wer. Obligatorische Schutzzeit. Vault 111 wird als kurzfristige Anlage eingestuft. Personal, das nicht im Vault lebt, führt so lange Forschungsarbeiten und grundlegende Wartungsarbeiten durch, bis sie das Entwarnungssignal zur Evakuierung erhalten. Sollte keine Entwarnungsnachricht vom Vault-Tech eintreffen, ist es dem Aufseher gestattet, das Personal nach 180 Tagen der Abschottung zu evakuieren. Unter keinen Umständen ist es den Mitarbeitern vom Vault 111 gestattet, den Vault während dieser Schutzzeit zu evakuieren, es sei denn, sie erhalten eine Entwarnungsnachricht vom Vault-Tech. Okay, an dieser Stelle ein paar interessante Informationen, mit denen wir uns jetzt erstmal ein bisschen beschäftigen und einfach mal auch die Fragen, die sich durch die ganze Aktion stellen, also wir uns da mal Gedanken drüber machen, weil wir sind jetzt schon bei 31 Minuten angekommen. Ich würde die Folgen gerne so bei 30 bis 35 Minuten belassen und ehe wir uns weiterhin der Vault 111 umschauen und eventuell weitere Informationen bekommen, warum wir überlebt haben, wer eventuell in Kapsel 1 sollte, und wer überhaupt unsere Frau getötet hat und unser Kind entführt hat. Diese ganzen Fragen werden hoffentlich beantwortet, aber nicht mehr in dieser Folge. In dieser Folge bedanke ich mich jetzt noch, dass ihr eingeschaltet habt und dann bis zum nächsten Mal bei Fallout 4.